herzlich willkommen zum neuen Video. Wenn ihr letzte Woche schon reingeschaltet habt, dann habt ihr gesehen, wie ich euch dieses Buch vorgestellt habe. Das ist das Repetitorium Elementare Mathematik 1. Und ich habe ja damals schon gesagt, es gibt auch eine Fortsetzung dazu, also sprich ein Band 2. Und das ist dieses Buch, das stelle ich euch heute vor. Heißt auch einfach Repetitorium Elementare Mathematik 2. Die Bücher bauen nicht zwingend aufeinander auf. Es ist einfach so, dass die Themen auf beide Bücher unterteilt sind, weil es ein bisschen ja, unterschiedliche Gebiete sind, die beleuchtet werden. Hier geht es mehr in Richtung lineare Algebra und solche Grundlagen aus der Schule. Das sind theoretisch auch die Grundelemente, die man im Mathestudium braucht. Allerdings ist es so, dass ich das mittlerweile, wenn ich jetzt anschaue, was da noch Schulstoff ist, ist es eigentlich eher so das, was in den Fokus kommt, als wirklich Schulstoff. Also sprich so die ersten 2-3 Wochen Uni. Oder was eben auch an der Uni zum Teil einfach vorausgesetzt wird und nicht in der Schule behandelt wird. Und da ist das eben vor allem zu Themen aus dem Bereich Analysis oder Stochastik. Aber wir werfen jetzt gleich noch einen genaueren Blick rein. Erstmal grob zum Buch. Es ist wieder dieses typische Binomi-Verlag-Prinzip. Ihr habt also ganz kurz die Kästen, wo drin steht, wie die Methodik funktioniert. Also sprich die Rezepte, wie ihr sowas löst, die wichtigsten Definitionen oder Sätze, die man können muss. Und danach kommen einfach jede Menge vorgerechnete Beispiele und Aufgaben mit Lösungen, damit ihr eben auch prüfen könnt, ob ihr das Gelernte wirklich verstanden habt. Das heißt, das ist wieder ein Buch, wo man ganz viel mit arbeiten kann. Also nicht einfach nur ein Nachschlagebuch, sondern wo man wirklich üben kann und sich auf Klausuren vorbereiten kann. Es ist ca. 400 Seiten lang, ein bisschen weniger als 400 Seiten. Wir haben auch wieder ganz klassisch die Formelsammlung mit den wichtigsten Sachen. Eben auf den ersten beiden mit den letzten beiden Seiten, dann kann man nochmal ganz schnell nachschauen vor der Klausur, wenn man nochmal eine Formel vergessen hat oder nochmal kurz einen Überblick will, ob man noch alle im Kopf hat. Die Themen, die in diesem Teil jetzt behandelt werden, sind, und da werdet ihr eben gleich sehen, dass es eben wirklich schon Uni-Themen sind und also früher war das mal Schulstoff, aber jetzt ist es eben so, dass ganz viele Lehrer eben einfach weglassen oder halt auch in ganz vielen Schulbüchern gar nicht mehr richtig vorkommt. Und da kann es nicht schaden, das vor Mathestudium oder am Anfang vom Mathestudium mal zu üben. Wir haben hier Themen wie Polynome, rationale Funktionen, trigonometrische Funktionen, sprich das sind zum Beispiel Sinus und Cosinus, Exponentialfunktionen, Logarithmusfunktionen, ist auch so ein Thema, was Abiturienten immer nicht ganz so gerne sehen, die meisten, Folgen und Reihen, das ist jetzt das typische Analysis-Thema und ich merke einfach, wenn ich immer eure Fragen bekomme oder eben auch schaue, welche Videos am meisten geschaut werden, also mein beliebtestes Video ist der Konvergenz von Folgen, weil das eben wirklich Themen sind, die an der Uni nur ganz kurz angesprochen und nicht richtig erklärt werden, aber ganz viele da draußen einfach überhaupt nicht klar sind. Und da ist es auf jeden Fall gut, wenn ihr einfach mal ein bisschen übt, zum Beispiel hier mit diesem Buch. Wenn ihr dann gerade schon mehr rein seid, gibt es dann zum Beispiel so Unterthemen geometrische Reihe oder harmonische Reihe. Grenzwerte, klar der Klassiker, wenn es um Folgen geht. Differentialrechnung, Ableitung, Technik des Differenzierens, Kurvendiskussion, L'Hôpital. Extremwertaufgaben, Integralrechnung, Technik des Integrierens, partielle Integration, Integration oder Substitution. Auch zwei Themen, die eben nicht mehr abiturrelevant sind, zumindest in Baden-Württemberg. Das ist ja eben unterschiedlich von den Bundesländern her, aber eben trotzdem eigentlich vorausgesetzt werden oder zumindest wenn dann ganz kurz angesprochen, wenn man eben davon ausgeht, dass ihr alles integrieren könnt. Oder sagen wir mal alles, was integrierbar ist mit diesen einfachen Techniken. Also auf jeden Fall partielle Integration und Substitution. Dann der Hauptsatz, Flächenberechnung, Volumen von Rotationskörpern. Und dann kommt noch was, das finde ich jetzt eigentlich ziemlich speziell oder besonders an dem Buch, weil meistens ist es so, in diesen Analysis-Teilen sind dann eben diese klassischen Analysis-Sachen drin, aber irgendwann kommt dann die Vorlesung Stochastik, also zumindest wenn ihr Mathe studiert, oder wenn ihr zum Beispiel Psychologie studiert, da habt ihr Statistik, ich glaube bei Wirtschaftswissenschaften auch. Und da kommen dann so Sachen vor wie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kombinatorik und da gerät das einfach ganz schnell in Vergessenheit. Und da habt ihr jetzt eben auch noch die letzten Kapitel, da geht es genau um diese Themen. Das sind solche Sachen wie Kombinatorik, also da geht es zum Beispiel um so Fragen, wenn ich 10 rote Kugeln habe und 3 grüne Kugeln, auf wie viele verschiedene Arten kann ich die anordnen oder sowas. Dann Wahrscheinlichkeiten, Zufallsvariablen, Verteilung, Statistik, genau das ist das, was ich gerade gesagt habe. Komplexe Zahlen, auch so ein Thema, das also bei den Physikern wird das noch relativ ausführlich behandelt. Bei Mathematikern immer nur mal ganz kurz angeworfen, weil man eben Analysis erstmal im Reellen macht und dann, wenn auch Funktionentheorie kommt, dann muss man es halt können. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, das auch nochmal, also sobald das kommt, das wirklich intensiv zu bearbeiten und nicht mal eben 2 Aufgaben dann wieder zu vergessen, was waren Polarkoordinaten und die Eulersche Darstellung und so weiter. Ja, dann die komplexe Zahlenebene, das kennt ihr da dazu. Multiplikation, Division, Potenzen und Wurzeln und quadratische Gleichungen in C. Das sind also die Themen in diesem Buch.
Wenn ihr wissen wollt, was im Buch Band 1 war, wie gesagt, grob ist es so Grundlagen aus der Schule und den Jahren Algebra, könnt ihr aber auch einfach das Video dazu anschauen, das habe ich letzte Woche hochgeladen. Und da zeige ich euch eben auch, welche Themen genau drin sind. Hier werde ich jetzt auch noch ein paar Bilder einfach einblenden, wo ihr die Seiten mal anschauen könnt. Ein paar. Wisst ihr vielleicht eher, ob euch dieses Buch liegt? So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich diese Woche ein neues Exemplar von Elementare Mathematik 2 gewinnen. Ihr seht, das ist hier. Das ist noch original verpackt. Und weil ich in diesem Buch so hastig vorkommt, habe ich mir mal was bisschen anderes fürs Gewinnspiel überlegt. Bisher musstet ihr ja immer eine Frage beantworten. Jetzt habe ich gedacht, wir machen das mal so. Also beim Auslosen mache ich das meistens so. Ich nehme eben alle Kommentare, die wirklich mit rankommen, also die sich mit dem Thema vernünftig befasst haben. Und die kriegen dann alle eine Nummer und dann lasse ich mit einem Online-Zufallsgenerator eine Zufallszahl generieren und diese Zahl gewinnt ihr eben. Jetzt möchte ich euch mal einen kleinen Einfluss auf eure Gewinnchance geben, und zwar in dem Sinne, als dass ihr selbst eine Zufallszahl wählen dürft. Und zwar eine Zufallszahl zwischen 1 und 100, also sprich einschließlich 1 und 100. Ich werde jetzt auch wieder mit diesem Online-Zufallsgenerator eine Zufallszahl generieren lassen und derjenige, der am nächsten dran ist, der gewinnt. Falls mehrere Leute dieselbe Zahl wählen und dann eben gleich weit entfernt sind von der Zahl, mache ich zwischen denen dann nochmal per Zufallsentscheid einen Gewinner. Aber das Interessante daran ist jetzt eben, jetzt könnt ihr mal ein bisschen eure Stochastikkenntnisse anwenden, denn es ist ja nicht die Wahrscheinlichkeit, bei allen Zahlen gleich groß zu gewinnen. Andererseits müsst ihr aber auch bedenken, zum Beispiel wenn ihr jetzt die 50 oder sowas wählt, dass das ja vielleicht mehrere machen, weil das ja mehrere so auswählen, um möglichst geringen Abstand zu erreichen. Ob das dann nicht wieder eure Chancen mindert? Ich bin gespannt und natürlich kommt natürlich auch immer noch der Zufall mit rein. Wie gesagt, wählt eine Zahl zwischen 1 und 100 und mit etwas Glück gewinnt ihr dieses Buch Elementare Mathematik 2. Nächste Woche gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Bis dahin macht's gut und viel Glück beim Gewinnspiel.